Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 18 der Reihe über Geschichte und Fiktion und heute soll es um den amerikanischen Bürgerrechtler Malcolm X gehen, der eine Autobiografie geschrieben hat, beziehungsweise zusammen mit einem anderen amerikanischen Autor. Eine etwas vielleicht außergewöhnliche Wahl, aber ich bin auf diese Autobiografie von Malcolm X aufmerksam gemacht worden durch den Englischlehrer meines Sohnes. Damals sollten die Abiturienten ein englischsprachiges Buch aussuchen und in der Klasse vorstellen. Und als die Schüler gefragt haben, was denn das Lieblingsbuch dieses Englischlehrers sei oder das Buch, was ihm am meisten Eindruck gemacht habe bei seinem Studium, so hat er gesagt, das ist die Autobiografie von Malcolm X. Und da war ich sehr, sehr erstaunt, dass das mein Sohn dann zu Hause erzählt hat und habe schon damals diese Biografie gelesen und fand sie auch außergewöhnlich. Das ist ein außergewöhnlicher Mann, der hier zu Wort kommt, eine sehr kontroverse Persönlichkeit, einerseits ein Krimineller. In seiner Jugend war er eine absolut kriminelle Persönlichkeit, ein Spinner auch in gewisser Hinsicht, einer, der zur Gewalt aufgerufen hat, zumindest zur Gewalt gegen Weiße, sobald sie Gewalt gegen Schwarze ausüben. Ein Mann, der ein negatives Image hat, gerade unter den Weißen, auf der anderen Seite immer noch von den POCs, von den African Americans bewundert wird und eine wichtige Rolle spielt in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Bis heute, der Name Malcolm X fällt in vielen, vielen Texten von auch African Americans immer wieder. Und so ist es interessant, sich doch einmal mit seinem Leben auseinanderzusetzen, weil er wirklich also ein sehr spannendes Leben geführt hat. Für mich ist Literatur ja auch immer die Möglichkeit, mich aus meiner Bubble hinauszubegeben und in andere Bubbles einen kleinen Einblick zu bekommen. In ein Umfeld, das ich überhaupt nicht kenne, dem ich nie begegne, das aber in unserer heutigen Welt wichtig ist, das sich zu Wort meldet, mit dem ich rechnen muss, mit dem meine Kinder rechnen müssen. Und so suche ich halt auch immer wieder nach Literatur, die mich auf andere Wege und zu anderen Gedanken bringen kann. Und in dem Sinne ist dieses Buch von Malcolm X interessant und wichtig zu lesen. Wir erfahren etwas über die Welt von African Americans aus dem Ghetto in den 60er Jahren, wie ihre Verhältnisse waren, wie sie gelebt haben, und wieso dann, welchen Weg dann diese schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA genommen hat. Also, wie gesagt, ich habe sonst in meinem Literaturkanal die hohe Literatur immer besprochen. Goethe, Schiller, Kleist bis hin zu Kehlmann und die Romantiker oder auch eben Hafiz oder koreanische Größen der Literatur. Aber hier haben wir es mit einem literarischen Werk zu tun, das über sozusagen die Wortgewalt hinaus ein interessantes Buch ist, was sich zu lesen lohnt. Es ist spannend geschrieben, äußerst spannend geschrieben. Man liest es und muss
auch den Kopf schütteln bei vielem, weil es abstrus ist. Und es ist eben doch noch sehr, sehr aktuell, hat bis heute, spielt eine wichtige Rolle in der Bürgerrechtsbewegung. Zunächst ein wenig zu Malcolm X, wie man es aus den normalen Biografien erfahren kann. Und dann möchte ich ausführlicher auf diese Autobiografie, die von einem Ghostwriter geschrieben wurde, der aber namentlich genannt wird, Alex Haley, zu sprechen kommen. Malcolm X wurde geboren am 19. Mai 1925, also nächstes Jahr, 100 Jahre, in Nebraska und starb dann am 21. Februar 1965 in New York City. Nach einer Pilgerreise nach Mekka 1964 hat er sich umbenannt in El Hajj Malik El Shabazz, wie ich ihn korrekterweise ansprechen müsste, aber der Einfachheit halber wähle ich noch einmal seinen Namen, den er eben lange Zeit auch in der African-American-Bürgerrechtsbewegung gehabt hat. Er stammt aus der Familie eines baptistischen Reverends, Earl Little, eines sehr schwarzen Menschen und dessen Frau Louise, die in Omaha geboren wurde, als Tochter eines schottischen Vaters und einer afroamerikanischen Mutter. Sie war eine sehr hellhäutige Schwarze, seine Mutter, und Malcolm X hat wohl von ihr auch dann seine relativ helle Hautfarbe geerbt und vor allem auch die roten Haare, die ihn dann später berühmt gemacht haben, und er hat dann den Spitznamen bekommen in den Slums von amerikanischen Ghettos und Slums, Red oder Detroit Red, eben benannt nach seiner Haarfarbe. Die Mutter ist dann eingewandert nach Kanada, hat dort den Vater Earl Little kennengelernt, ihn 1919 geheiratet. Sie wusste nicht, dass das seine zweite Ehe ist, dass aus der ersten schon drei Kinder stammten. Und mit Little hat Louise dann sieben Kinder bekommen. Das vierte davon war Malcolm, der sich später Malcolm X genannt hat. Zunächst siedelte die Familie nach Philadelphia um, wo Malcolm X auch geboren wurde. Und dann schließlich kamen sie für längere Zeit zur Ruhe in Lansing, in der Nähe von Detroit, im Bundesstaat Michigan, ab 1929. Der Vater hat dort ein Haus in einer von Weißen bevorzugten Gegend gekauft. Bald wollte man die POC-Familie rausekeln aus diesem Viertel, was die nicht mitgemacht haben. Das Haus wurde abgebrannt. Malcolm X-Vater ist zur Polizei gegangen wegen Brandstiftung, aber das hat keine Folgen gehabt, sondern eigentlich wurde der Vater verhaftet. Und er kam dann auf sehr mysteriöse Weise 1931 ums Leben. Er wurde angeblich von einer Straßenbahn überfahren. Er starb an seinen Verletzungen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er eigentlich einem Mord zum Opfer gefallen ist. Die Lebensversicherung hat der seiner Frau und den vielen Kindern kein Geld ausgehändigt, mit dem Argument, er habe Selbstmord begangen, was nun wirklich also vollkommen unwahrscheinlich ist. Nach dem Tod des Vaters hat die Familie in schrecklichen Verhältnissen gelebt. Sie waren total arm, hatten überhaupt kein Einkommen. Die Mutter hat eine Witwenrente von monatlich $18 erhalten und noch ein bisschen
mehr Geld dazu bekommen. Aber also sie, Armut und Hunger zogen in der Familie ein. Schließlich kamen die Kinder zu Pflegeeltern oder in Heime, wurden getrennt. Die Mutter wurde instabil und schließlich in eine Nervenheilanstalt eingeliefert, wo sie 1938, wo sie 26 Jahre verbracht hat, bis einer der Söhne, Filbert, sie zu sich geholt hat. Und dann ist sie im Kreis der Familie in Lengsing dann noch gestorben. Malcolm kam zu einer weißen Pflegefamilie, die ihn auch sehr positiv aufgenommen hat. Er ist in, hat einen Highschool-Abschluss gemacht, war ein sehr guter Schüler, wurde zum Klassensprecher ausgewählt. Und als er seinen Abschluss machte und dem Lehrer kundtat, dass er gern Rechtsanwalt werden würde, hat er gesagt, das kannst du vergessen. Ein Schwarzer wird in den USA nichts anderes als ein Handwerker oder eben ein, bekommt, er kann keine akademische Laufbahn einschlagen. Das hat ihn vollkommen schockiert. Malcolm X ist danach zu seiner Halbschwester Ella nach Boston gezogen, 1941, und dort immer mehr in Verbindung gekommen zu Schwarzen. Er ist in Schwarzenviertel gegangen, hat sein Aussehen verändert. Damals haben die Schwarzen auch bemüht, sich in den USA noch äußerlich doch auch den Schönheitsidealen der Weißen anzupassen. Und dazu hat gehört, dass man die Haare entkräuselte. Das ist der sogenannte Conk. Die Behandlung der Haare von African Americans spielt immer in jedem Buch eine große Rolle, weil das oft verbunden war mit großen Schmerzen, diese Entkräuselung der Haare hinzubekommen. Und man sieht auch heute bei Prominenten, auch Michelle Obama, was das noch für eine große Rolle spielt, um eben in der weißen Bevölkerung der USA Anerkennung zu bekommen oder überhaupt einen Fuß fassen zu bekommen. Er kleidet sich dann sehr, sehr modisch, ist ein sehr gut aussehender African American gewesen und hatte großen, großen Erfolg bei den Frauen. Er verdingt sich als Kellner in Harlem und wird sehr schnell Drogendealer. Vermittelt weiße Kundschaften in Bordelle, vermittelt sie auch zu POC-Prostituierten und beginnt dann mit Einbrüchen und Diebstählen. Es gelingt ihm, den Kriegsdienst zu verweigern, indem er eine psychische Instabilität vorspielt, und er fängt mit dem Gebrauch von Drogen an. Marihuana, schwerere Drogen, vollen Tabak, Alkohol, alle Drogen, die man sich nur vorstellen kann, nimmt er zu sich, und zwar in einem unerträglichen Ausmaß. Und all das Geld, was er auf seltsame Art und Weise erwirbt, geht eigentlich drauf in dem Erwerb von Drogen. 1946 wird er zum ersten Mal verhaftet. Nein, 1944 wird er zum ersten Mal verhaftet wegen Diebstahls eines Pelzmantels und 1946 dann wieder, und diesmal wird er zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Grund dafür war, dass er Einbrüche begangen hat mit einer Gruppe von, ja, mit mehreren zusammen, in einem Gang sozusagen, unter anderem mit seiner weißen Geliebten Sophia, die eine wichtige Rolle gespielt hat in diesen kriminellen Jahren.
Mit ihr zusammen, deren Schwester und einem alten Freund und noch einem Bekannten haben sie Einbrüche ausgeübt, wurden gefangen genommen, wurden verhaftet und verurteilt. Aber natürlich, muss man sagen, wurden die weißen Täter zu geringen Strafen verurteilt. Sophia bekam 5 Jahre, aber wurde schon nach 7 Monaten auf Bewährung entlassen. Das heißt, für Malcolm X war es dann im Gefängnis auch deutlich, dass die hohe Gefängnisstrafe, die er bekommen hat, zurückzuführen war auf seine schwarze Hautfarbe. Zunächst kam er in das Charlestown-Gefängnis, wo die hygienischen Verhältnisse katastrophal waren. Dann wurde er 1948, wann wurde er verlegt? 1948 wurde er verlegt. In ein anderes Gefängnis, wo es ihm dann besser erging. In diesem Gefängnis wandelt sich Malcolm Little zum Malcolm X. Er fängt an zu studieren, autodidaktisch. Er lernt sozusagen lesen und schreiben. Er unterrichtet sich autodidaktisch in Philosophie und Geschichte, nimmt an Debattiergruppen im Gefängnis teil und wird ein hervorragender Rhetoriker, eine Fähigkeit, die ihm später dann als Redner der Nation of Islam weiterhelfen wird. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Er lernt ganze Lexika auswendig und ist ungeheuer neugierig auf alles Neue. Das ist er bis zu seinem Lebensende geblieben. Er war eben auch ein sehr, sehr intelligenter junger Mann. Im Gefängnis machte er durch einen Bekannten und dann später durch seinen Bruder Bekanntschaft mit der Nation of Islam. Das ist nun eine Gruppierung gewesen, die sich als islamisch bezeichnet hat, aber ganz gewiss nicht orthodox islamisch gewesen ist. Das wird Malcolm X dann auch später erfahren, als er nach Mekka reist. Er wird dort zu einem Muslim, einer etwas eben sehr seltsamen Gruppierung. Er lernt die genuin schwarze Kultur kennen erfährt, dass die Nachnamen, die die Schwarzen in den USA haben oder der Großteil der Schwarzen die Nachnamen haben, zurückzuführen ist auf die Namen, die Sklavenhalter den Schwarzen gegeben haben. Und daraufhin sagt er diesen Nachnamen Little, Malcolm Little, Little will ich aufgeben und ich werde mich von nun an X nennen, Malcolm X, denn ich habe sozusagen keinen authentischen African-American Nachnamen. Das macht Schule, viele von den Schwarzen werden sich dann als Nachnamen eben dieses Malcolm X, dieses X zulegen. 1952 wird er entlassen, er muss noch einmal den Kriegsdienst verweigern, das gelingt ihm wieder. Und er nimmt Kontakt auf zum Führer der Nation of Islam, Elijah Muhammad. Das wird sein Ersatzvater, eine wichtige Person in seinem Leben. Und schon bald predigt er in dessen Tempeln, vor allem im Harlemer Tempel, und kann aufgrund seiner Wortgewandtheit und seiner auch Gebildetheit, wenn auch sehr einseitigen Gebildetheit, zum Wortführer dieser Nation of Islam werden. Er führt Elijah Muhammad ganz viele Anhänger dazu. Diese Gruppierung wird immer stärker in den USA. Vor allem auch, weil Malcolm X Anhänger in den Ghettos wirbt, in den Straßen. Der Mittelstand
hing eben auch anderen schwarzen Wortführern an, auf eben zum Beispiel den Prediger Martin Luther King. Aber Malcolm X kann durch seine Vergangenheit, seine kriminellen Vergangenheit und seine Vergangenheit im Gefängnis, spricht er die Sprache der Menschen, der Schwarzen in den Ghettos, in den auch von Kriminalität geprägten Wirklichkeiten. Er prangert den Rassismus der weißen Gesellschaft an. Er erklärt sie mit der Nation of Islam zu weißen Teufeln und die Schwarzen gelyncht haben und die den Schwarzen auch mit ihrem Christentum Gewaltlosigkeit gepredigt hätten, eine Gewaltlosigkeit, auf die die Schwarzen hereingefallen seien. Deswegen sei er auch Muslim geworden, eben kein Christ. Und der Islam in dieser sektiererischen Form sei die wahre Religion der Schwarzen gewesen und muss die wahre Religion der Schwarzen sein. Diese Nation of Islam hat dann auch Selbstverteidigungsorganisationen gebildet, wie die Fruit of Islam. Und sie war vor allem sehr antifeministisch. Malcolm X Überzeugungen, was Frauen angeht, sind katastrophal. Wichtig sind in dieser Nation of Islam die Männer. Frauen spielen keine Rolle. Frauen sind wirklich Mütter und Gebärerinnen und nur die Männer sind wichtig in dieser Gruppierung. Und das ist eine Überzeugung, die Malcolm X eben lange, lange, lange geprägt hat, bis kurz vor seinem Tod, wo er dann einen kleinen Umschwung in seinem Denken erlebt hat. Das ist überhaupt das Faszinierende an ihm, dass er im Laufe seines Lebens mehrere Umkehrungen hat, immer wieder doch auch dazulernt und eingesteht, dass er falsch gedacht hat. Und das ist schon auch etwas Beeindruckendes. Natürlich, als Wortführer einer doch radikalen schwarzen Bewegung, wird er dann in der weißen Gesellschaft der USA als Hassprediger bezeichnet, auch als schwarzes Monster. Und seine Bewegung, auch gerade die Bewegung dann in den letzten Monaten vor seinem Tod, hat die Black Power Bewegung in den USA stark beeinflusst. Er gehört zu ihren Vorläufern. 1958 heiratet er Betty Jean Sanders, die als Pflegerin für die Nation of Islam arbeitet, und die beiden bekamen miteinander 6 Töchter. Er war ein radikaler Kritiker von Martin Luther King. Dieser christliche Bürgerrechtsführer war im Suspekt. Seine Klientel beruhte auf der schwarzen Mittelschicht, auf POCs, auf African Americans, die verhaftet waren im Christentum, die das Paradies in einem gelobten Land wiederzufinden glaubten, was auch gerade erst nach dem Tod kommen könnte, oder was sich im Norden der USA befinden würde, der Süden stark geprägt von Ku Klux Klan und von weißen Rassisten, während der Norden für diese Mittelschicht doch ein gelobtes Land war. Und Malcolm X sagt, ich bin im Norden groß geworden und ich weiß, dass das nicht stimmt. Und ich weiß, dass die Weißen in den USA uns Schwarzen noch nie geholfen haben. Sie haben uns
mit einem christlich gewaltlosen Ansatz stillgehalten, aber wir haben dadurch überhaupt nichts erreicht. Wir müssen unseren Stolz wiederfinden als Schwarze. Wir müssen uns gewehren gegen die sogenannten, das hat ein Wort von ihm sozusagen, die dienstbaren Hausneger, die sich gegen die rebellischen Feldneger doch in der weißen Gesellschaft behaupten könnten. Die Onkel Toms, das sind die, die man eben in den Filmen sieht als die Dienstboten, die den Weißen bereitwillig dienen, weil sie auch mit ihnen diese christliche Gewaltlosigkeit teilen. Und nun hat er versucht, den Stolz dieser Schwarzen anzuregen, ihnen ein Bewusstsein ihrer Geschichte zu bringen. Und dabei kommt er auf Theorien zu sprechen, die man nur als merkwürdig bezeichnen kann. Aber die doch eben dieses Gefühl von wir sind etwas wert. Wir sind mindestens genauso viel wert wie die Weißen, wenn nicht mehr. Das versucht das ist seine Überzeugung und das versucht er den Schwarzen zu vermitteln. Die Weißen haben die Geschichte der Schwarzen verfälscht. Und nun, man habe die Schwarzen psychologisch kastriert. Man habe Afrika als einen wilden Dschungel bezeichnet und die Schwarzen eben mussten in den Augen der Weißen zivilisiert werden. Und nur die Weißen könnten sie zu zivilisierten Persönlichkeiten machen. Und dagegen wehrte er sich zu Recht. Erzählte nun eine andere Geschichte der Schwarzen, nämlich jetzt eine Geschichte, die in der Nation of Islam die offizielle Meinung war, dass ursprünglich alle Menschen auf dieser Welt schwarz gewesen seien und dass sie durch böse Machenschaften genetisch manipuliert worden seien, woraus sich dann immer hellhäutigere Menschen entwickelt hätten, bis hin zu den weißen Teufeln, die dann die Schwarzen dominieren und unterjochen. Ursprünglich seien eben alle Menschen schwarz gewesen, und zwar alle seien Allahs gewesen, alle seien göttlich, und zwar nur die Männer. Von den Frauen ist da keine Rede, das ist eben auch etwas, worüber ich nur den Kopf schütteln kann. Aber das war seine Überzeugung. Er war eben ein absoluter Anhänger von diesem Elijah Mohammed und hat erst in der Spätzeit Abstand von ihm genommen. Es muss wohl so gewesen sein, dass Elijah Mohammed auch durch ihn immer reicher, immer mächtiger geworden ist, immer mehr Geld angesammelt hat und dass auch diese Spitze der Organisation der Nation of Islam korrupter geworden ist. Und sie ihn dann auch anfingen zu fürchten. Malcolm X hat ein sehr puritanisches Leben geführt. Er war überzeugt von den Grundideen dieses Elijah Mohammed und man legte ihm dann zusehends mehr Steine in den Weg, weil er war der Wortführer der Nation of Islam geworden. Und es kam schließlich zum Bruch. Der Bruch kam auch offiziell dann zustande, weil nach der Ermordung von John F. Kennedy 1963 Malcolm X in einem Interview einen Satz geäußert hat, wobei
Elijah Muhammad vorher gesagt hat, niemand von seiner Organisation würde irgendetwas zur Ermordung von John F. Kennedy sagen. Aber Malcolm X sagte etwas. Er sagte nämlich, die Ermordung von John F. Kennedy sei a case of chickens coming home to roost. Wörtlicher heißt das, die Fehler, die man begeht, fallen auf einen zurück. Aber auch in dieser Biografie wird deutlich gemacht, dass das eigentlich eine andere Bedeutung hat im Amerikanischen, nämlich eigentlich die Bedeutung, dass in einer Gesellschaft, in der Hass und Gewalt das Übliche sein, ein Mord an einem Präsidenten nichts Außergewöhnliches sei. Man hat ihn selbstverständlich wegen dieser Äußerung von allen Seiten angegriffen. Er wurde angreifbar durch diese Äußerung. Und gerade natürlich, das ist auch für uns Deutsche eine unfassbare Äußerung. Aber man muss wohl vielleicht doch einen anderen Kontext auch dafür vielleicht in Anspruch nehmen. Elijah Muhammad hat sich von ihm abgewandt, auch Malcolm X von ihm. Es kam zum Bruch. Offiziell am 8. März 1964. Malcolm X begann dann den Fehler, dass er Elijah Muhammad kritisiert, auch deswegen, weil der viele uneheliche Kinder hatte, also nicht den puritanischen Lebenswandel führte, den er selber öffentlich propagierte und den Malcolm X für sich in Anspruch nahm und auch lebte, dass er in Reichtum lebte. Aber das ging einfach nicht. Dieser Elijah Muhammad, der ein Gesandter des Propheten war, der dem Propheten eigentlich gleichkam, war unantastbar in seiner Organisation. Und auch alle, die in der Nation of Islam waren, empörten sich über die Angriffe von Malcolm X. Malcolm X war in diesen letzten Jahren auch ursprünglich befreundet gewesen mit Cassius Clay, Muhammad Ali, wie er sich nach seinem Übertritt zum Islam genannt hat. Muhammad Ali, der eben sich auch als Mitglied der Nation of Islam bezeichnete und der ein guter Freund der Familie von Malcolm X gewesen ist. Nach den Äußerungen von Malcolm X gegen Elijah Muhammad hat er sich von ihm abgewandt. Es kam zum Bruch. Und das war eine Tragödie, die die Familie von Malcolm X betroffen hat und dann später auch Muhammad Ali. Erst lange nach dem Tod kam wieder eine Annäherung zustande. Aber es war einfach unvorstellbar, diesen Propheten Elijah Muhammad zu kritisieren. Und das war in gewisser Hinsicht ein Fehler, den Malcolm X beging. Er versuchte dann, eine eigene Organisation auf die Beine zu stellen, was ihm zum Teil auch gelang, die Organization of Afro-American Unity, OAAU, ein Befreiungsversuch von den Theorien von Elijah Muhammad. Und Malcolm X reiste nach Mekka, lernte dort den orthodoxen Sunnitismus kennen und stellte fest, dass das, was die Nation of Islam als Islam propagierte, nicht den orthodoxen Lehren des Islam entsprach. Er war begeistert von der islamischen Bewegung in Mekka, von den Muslimen, die er kennenlernte im Orient, und stellte fest, dass er Falsches gedacht hatte und dass er auch sich anschließen müsste an die afrikanische
Bürgerrechtsbewegungen, an die, an die afrikanischen Befreiungsbewegungen und dass man die afroamerikanischen und die afrikanischen Befreiungsbewegungen zusammenbringen müsse. Unter dem religiösen Mantel des Islam, nun eben eines sunnitischen Islam. Er begriff auch, dass die Ablehnung und Herabsetzung der Frauen falsch war, weil in den afrikanischen Ländern eben sehr viele Frauen sich auch in der Befreiungsbewegung an der Befreiungsbewegung beteiligt hatten und bekannt geworden waren. Also Frauen an sich waren nun auch Mitkämpferinnen geworden. Und was er auch noch begriff, war, dass die Ablehnung der Weißen als Teufel nicht richtig war. Es gab auch unter den Weißen in den USA oder weltweit Menschen, die sich für die Rechte der Schwarzen einsetzten und seine Ablehnung oder Verteufelung des Weißen Menschen, dass das falsch gewesen war. Er begriff aber auch, dass, oder er führte den Gedanken fort, dass eine vollkommene Gewaltlosigkeit, wie sie Martin Luther King predigte, für ihn nicht in Frage kam. Für ihn hieß es nach wie vor the ballot or the bullet, also entweder die Kugel oder der Wahlzettel. Wenn einem Afroamerikaner Gewalt entgegengebracht wurde von Weißen, dann musste er Gewalt gegen Weiße ausüben. Ein weiterer Gedanke, der ihm durch seine Reisen auch in Afrika kam, war, dass sich der Rassismus der Weißen auch ergab durch ihre Anhängerschaft zum des Gedanken des Kapitalismus. Schon früher hatte er ja auch in der Nation of Islam immer wieder gepredigt, Geld zu geben für die Bewegung, die kapitalistische Neigungen zu Luxus und ja, dem weißen Dream, dem Traum von Amerika aufzugeben. Und das wurde nun in Afrika immer stärker. Die White Supremacy verband sich mit dem Gedanken der einer kapitalistischen Gesellschaft, gegen die er nun auch sozialistische Gedankengänge propagierte. Seine Gegnerschaft zu Elijah Muhammad machte ihn angreifbar. Er bekam ab 1964 dann anonyme Drohungen, musste unter Polizeischutz gestellt werden und kurz vor seinem Tod wurde dann sogar auch ein Brandanschlag auf sein Haus ausgeübt, wo er sich mit seiner Frau und den Kindern befand. Am 21. Februar 1965 hielt er in Washington Heights einen Vortrag in den Audubon Ballroom mit Bodyguards zusammen. Es kam in der Zuhörerschaft zu einer Konfliktsituation. Seine Bodyguards verließen die Bühne. Malcolm X stand ungeschützt auf der Bühne und Attentäter schossen auf ihn. Drei Attentäter insgesamt. Zunächst konnten zwei fliehen. Einer wurde dann verhaftet. Es war ein Riesenchaos und Tumult in diesem Versammlungshalle. Sie wurden später verurteilt, die drei Attentäter. Malcolm X kam zu Tode. Er hatte an diesem Tag auch seine Frau und die Kinder gebeten, dabei zu sein, weil er wusste, dass seine Lebenszeit
zu Ende ging. Und Sie haben nun die Ermordung des Vaters und des Ehemanns persönlich miterlebt. Ein Erlebnis, was eben Ihr ganzes Leben dann auch geprägt hat. Inzwischen gibt es zwei Netflix-Serien über Malcolm X. Einmal über sein Verhältnis zu Cassius Clay, also Muhammad Ali. Und dann auch über die Umstände seines gewaltsamen Todes, seiner Ermordung, weil da immer mehr Zweifel aufkommen, wer hinter dieser Ermordung steckt. Natürlich hat die Nation of Islam jede Beteiligung abgewiesen, aber der Attentäter selbst hat gesagt, er gehöre eben der Nation of Islam an. Inzwischen ist auch eine Mittäterschaft des FBI nicht ganz von der Hand zu weisen, weil der Polizeischutz für ihn an diesem Tag ganz offensichtlich versagt hat. Also eben gerade in den letzten Jahren wurde dann deutlich, dass es mit seiner Ermordung eben, dass da viele Faktoren eine Rolle spielen und dass da nicht alles auf den ersten Blick so zu sein scheint, wie es offiziell verlautbart wurde. Malcolm X, ein Mann, und jetzt komme ich auf diese Autobiografie zu sprechen. Die Autobiografie ist von Alex Haley geschrieben worden, einem amerikanischen Schriftsteller, der berühmt geworden ist, weil er selbst eine Bücher geschrieben ist, ein Schriftsteller, der eben auch sehr, sehr gut schreiben kann. Der Autor des Buches ist Roots, über seine afrikanischen Wurzeln. Ein Buch, was verfilmt wurde in einer Mini-Fernsehserie 1977, 79, dann wieder verfilmt wurde 2016. Und vielleicht haben Sie diesen Film Roots dann auch in den Kinos gesehen. Der hat damals viele begeisterte Kritiken bekommen. Haley weiß, wie er schreiben kann, wie er spannend schreiben kann. Und er wurde eben auf ihn aufmerksam, auf Malcolm X, bat ihn, seine Autobiografie schreiben zu dürfen, und Malcolm X willigte ein. Es war eine schwierige Zusammenarbeit, die über viele Jahre hinweg ging, und bis kurz vor die Ermordung im Februar 65 reichte. Und Malcolm X öffnete sich erst langsam diesem Autoren. Er misstraute ihm, aber je länger er mit ihm zusammenarbeitete, desto offener wurde es. Haley hat wirklich es geschafft, ihn zu knacken und ihn zu öffnen, sodass er auch sehr persönliche Dinge, gerade was seine Eltern anging, ihm erzählt hat. Haley schafft es hervorragend, dieses Leben von Malcolm X als Krimineller zu schildern, als sogenannter Hip-Hopper, als Hustler. Ein Hip-Hopper ist eben auch einer, der wirklich cool herüberkommt, in seiner Kleidung, mit seinen Kopfbedeckungen, mit seiner Haartracht. Und dann eben als Hustler, das heißt als Krimineller. Das schildert er so anschaulich, das ist wirklich spannend wie ein Kriminalroman. Und von daher schon ist es interessant, diese Geschichte zu lesen. Er schildert Malcolm X wirklich abstruse Gedanken zur Generierung der Menschenrasse im Rahmen der Nation of Islam. Er schildert
in allen Facetten. Eben auch seine Äußerungen, die sich gegen Juden richten. Seine Äußerungen, die er für Hitler und Stalin getan hat, wirklich indiskutabel. Er schildert auch ausführlicher diesen Satz über John F. Kennedy. Also, the chickens are coming home to roost, sagte, das sei mehr eben so zu verstehen gewesen wie, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Eben, in einer Gesellschaft, die geprägt ist von Gewalt, ist Gewalt normal, auch Gewalt gegen einen Präsidenten. Und dann bekommt diese Wendung natürlich schon ein bisschen andere Nuance, als sie ursprünglich von Gegnern Malcolm X verstanden wurde. Er schildert, Haley schildert Malcolm X in seinem Charisma. Das war wirklich ein Menschenfänger, der ein Gespür hatte für die Menschen, vor allem auch für die Menschen auf der Straße, für die Menschen in den Ghettos, der sie abholen konnte in ihrer Sprache, der ihr Leben verstand. Ein Mann voller Energie, ein hochintelligenter Mann, ein Mann, der auch immer bereit war, dazu zu lernen, der bereit war, sich seine Gedanken zu verändern, wenn ihm eine Veränderung plausibel und notwendig erschien. Und ein Mann, der immer bereit war zu lernen, der studieren wollte. Ein Mann, der sich von einem hervorragenden Schüler, einem Klassensprecher, zu einem Kriminellen wandelte. Ein Mann, der sich von einem einem Mann, der nur Drogen zu sich nahm, Alkohol, Tabak, Marihuana, alle Drogen, die ihm unter die Finger kamen, der Sex liebte, der das Tanzen liebte, der einer Spielsucht verfallen war. Also ein Mann, der ein sehr wildes Leben führte, der sich wandelte im Gefängnis zu einem gläubigen Muslim, zunächst einer sehr seltsamen Prägung, aber dann eben zu einem gläubigen Sunniten und damit auch eine puritanische Lebenshaltung übernahm, die ihm vollkommen ursprünglich gar nicht entsprochen hat. Ein Mann, der die Weißen als Teufel bezeichnete und der sie später auch, als wenn sie wirklich mitkämpften, als Mitkämpfer für die Sache der schwarzen Bürgerrechtler verstand, der sie akzeptierte, so wie er auch begann, Frauen zu akzeptieren. Und was Haley schildert und was wirklich doch auch einen einnimmt für diesen sehr umstrittenen Malcolm X, ist seine Wahrheitsliebe. Er hat wirklich sich bemüht, auch selbstkritisch zu bleiben. Und als er bricht mit Elijah Muhammad und Haley das dann auch schildert, und als Malcolm X dann versucht, die Zeit davor schon als kritisch oder Elijah Muhammad schon damals als kritisch zu schildern, und Haley sagt, nee, das war doch gar nicht deine Haltung zu diesem Mann, da sagt er, okay, nein, du hast recht, ich muss die Sache so schildern, wie sie wirklich war, und ich darf nichts beschönigen, ich darf nichts verfälschen. Das ist eindrücklich, und von daher kann ich auch den Englischlehrer meines Sohnes verstehen, der sagt, dieses Buch hat mich schon fasziniert. Es ist nach wie vor ein aktuelles Buch.
weil Malcolm X eben in der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den USA eine wichtige Rolle nach wie vor spielt. Wie gesagt, es gibt diese zwei Netflix-Serien, die jetzt erst vor kurzem aufgenommen wurden in das Programm. Im November 1923 kam in New York in der Met eine Oper auf die Bühne, Malcolm X, weil die Met hoffte, dadurch ein junges, neues Publikum zu gewinnen. Diese Oper, komponiert von Anthony Davis, war schon 1985 in Philadelphia uraufgeführt worden, aber kommt jetzt erneut auf die Bühne, weil eben Malcolm X nach wie vor eine wichtige Person für viele in den USA ist. Es gibt Absurditäten über ihn zu berichten. Ein anderer schwarzer Autor, James Baldwin, ist im Ende April diesen Jahres, am 29. Ende April 1924, vor 100 Jahren geboren worden, James Baldwin. Und es erschien ein Artikel im Guardian zu diesem Zeitpunkt, in dem erzählt wird, dass James Baldwin an einem Drehbuch über Malcolm X gearbeitet habe. Ein Drehbuch, was auf der Biografie von Haley beruhte. Dieses Drehbuch, was verfilmt werden sollte, schon 1968, scheiterte dann an Eingriffen des FBI, die in den Text immer mehr Korrekturen eingeben wollten. Aber das Verrückte ist, dass die Figur dieses überzeugten Schwarzen ausgerechnet Charleston Heston spielen sollte, so wollte es das Studio. Das ist also eine wirklich abstruse Geschichte und zeigt auch, welche Personengruppen diese Figur auch immer für sich vereinnehmen wollten. Für viele Menschen, die in prekären familiären Verhältnissen leben, in Ghettos oder so, ist es eben auch eine wichtige Person gewesen, dieser Malcolm X, weil er die Familien zu einer sehr puritanischen Lebensführung zurückführen wollte. Und das hilft natürlich, Familien zu stabilisieren. Wenn man die Männer und die Söhne von den von Drogen und Alkohol wegbringen, dann ist das eine wichtige und gute Sache. Ich möchte Ihnen zwei kleine Abschnitte aus dieser Biografie vorlesen, damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen. Das eine ist die Schilderung, wie er beschließt, eine Gang zu gründen und mit mehreren zusammen Einbrüche zu begehen, also unter anderem auch mit seiner weißen Freundin Sophia. Und da sieht man ihn, mit was für Menschenfänger-Geschichten auch Malcolm X arbeiten konnte, um andere für sich zu begeistern. Zitat: In jeder Organisation muss es einen Chef geben. Besteht deine Organisation nur aus einer einzigen Person, so musst du in der Lage sein, dein eigener Chef zu sein. Bei der ersten Besprechung unserer Bande in der neuen Wohnung redeten wir darüber, wie wir an die Arbeit gehen wollten. Um in Häuser zu gelangen und die Lage auszukundschaften, sollten die Frauen an den Haustüren klingeln und sich als Vertreterinnen ausgeben, als Meinungsforscherinnen oder College-Studentinnen, die eine Untersuchung machen. Waren sie erst einmal in den Häusern, sollten sie sich so gut wie möglich umsehen, ohne dabei aufzufallen. Nach ihrer anschließenden Rückkehr würden sie darüber berichten können, welche besonderen Wertgegenstände sie an welcher Seite gesehen hatten
um dann für Shorty, Rudy und mich einen Lageplan zu zeichnen. Wir waren uns einig, dass sich die Frauen nur in Ausnahmefällen, das heißt, wenn besonders viel zu holen war, an den Einbrüchen beteiligen sollten. Aber normalerweise sollten die drei Männer unterwegs sein. Zwei erledigten den Job und der dritte saß bei laufendem Motor im Fluchtwagen und passte auf. Während ich mit meiner neuen Gang sprach und ihnen die Pläne erklärte, hatte ich mich absichtlich ihnen gegenüber auf ein Bett gesetzt. Plötzlich zog ich meine Knarre raus, schüttelte alle 5 Kugeln aus der Trommel und steckte dann, für alle gut sichtbar, eine Patrone zurück. Ich drehte die Trommel und hielt mir die Mündung an den Kopf. »Jetzt möchte ich mal sehen, wie viel Mumm ihr alle habt«, sagte ich. Ich grinste sie an. Sie saßen mit offenem Maul da. Ich drückte ab und alle hörten das Klick. Und jetzt das Ganze nochmal. Sie baten mich aufzuhören. Shorty und Rudy war anzusehen, dass sie sich auf mich stürzen wollten. Und erneut hörten wir alle das Klick des Hammers auf eine leere Trommelkammer. Die Frauen wurden hysterisch. Rudy und Shorty flehten mich an. »Mann, Red, lass den Unfug, beruhige dich!« Ich drückte ein weiteres Mal ab. Dann erklärte ich ihnen: »Ich mache das, um euch zu zeigen, dass ich keine Angst davor habe, zu sterben. Also kommt nie einem Mann in die Quere, der keine Angst vor dem Tod hat. Und nun an die Arbeit.« Danach hatte ich mit keinem von ihnen mehr auch nur die geringsten Schwierigkeiten. Sophia war eingeschüchtert und ihre Schwester nannte mich beinahe Mr. Red. Auch Shorty und Rudy waren von da an nicht mehr die Alten. Niemand kam jemals wieder darauf zu sprechen. Sie dachten, ich sei verrückt. Sie hatten Angst vor mir. Noch in derselben Nacht machten wir unseren ersten Bruch bei dem alten Mann, der Rudy dafür bezahlte, sich von ihm mit Talkumpuder bestreuen zu lassen. Einen saubereren, glatteren Job hätten wir kaum haben können. Alles lief wie am Schnürchen. Der Hehler lobte uns und bewies, dass er es mit den frischen, neuen Banknoten ernst gemeint hatte. Der Alte erzählte Rudy später, eine kleine Armee von Bullen sei bei ihm gewesen und zu dem Ergebnis gekommen, das sehe ja alles ganz nach einer Einbrecherbande aus, die seit ungefähr einem Jahr innerhalb Bostons operiere. Später gibt Malcolm X zu, dass er getrickst habe bei diesem russischen Roulette, dass gar keine richtige Kugel in dem Revolver gewesen sei. Aber auf diese Weise schindete er Eindruck und alle hatten von nun an Respekt vor ihm. Ich möchte Ihnen noch die letzten Worte aus dieser Autobiografie vorlesen, weil sie doch auch eindrücklich sind, wie ich finde. Ich habe diesem Buch so viel von meiner knappen Zeit gewidmet, weil ich glaube und hoffe, dass ich die ehrliche und vollständige Darstellung meines Lebens bei unvoreingenommenem Lesen als Dokument von einigem sozialem Wert erweisen kann. Ein unvoreingenommener Leser wird vielleicht begreifen, dass ich angesichts der gesellschaftlichen Bedingungen, denen ich als schwarzer Jugendlicher hier in den USA ausgesetzt war, kaum eine Chance hatte, nicht im Gefängnis zu landen. Und so ergeht es Tausenden von schwarzen Jugendlichen. Ein unvoreingenommener Leser wird vielleicht begreifen, warum mir der Satz »Der weiße Mann ist der Teufel« angesichts meiner eigenen Erfahrungen einleuchtend erscheinen musste. Und die nächsten 12 Jahre meines Lebens widmete ich, ja opferte ich geradezu der Verbreitung dieser Parole unter den Schwarzen. Und ein unvoreingenommener Leser wird sich, wenn er meiner Lebensgeschichte folgt, der Lebensgeschichte nur eines einzigen unter all den Schwarzen, die das Ghetto hervorgebracht hat, hoffentlich ein besseres Bild von den schwarzen Ghettos machen können, ein besseres Verständnis entwickeln für das, was Leben und Denken von fast allen 22 Millionen Schwarzen in den USA bestimmt.
Ich glaube kaum, dass man in Amerika einen Schwarzen finden könnte, der noch tiefer im Morast der menschlichen Gesellschaft gesteckt hat als ich. Einen Schwarzen, der noch unwissender war, einen Schwarzen, der Zeit seines Lebens noch mehr Leid erfahren hat. Aber je tiefer die Nacht, desto näher der Sonnenaufgang des neuen Tages. Erst in Gefangenschaft und Sklaverei lernt man die Süße der Freiheit schätzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich nach bestem Wissen und so gut ich konnte für die Freiheit meiner 22 Millionen Brüder und Schwestern hier in den USA gekämpft habe, trotz all meiner Unzulänglichkeiten. Und ich weiß, wie unzulänglich ich bin. Was mir am meisten fehlt, ist meiner Meinung nach die akademische Bildung, die ich damals so gern erworben hätte, um beispielsweise Rechtsanwalt zu werden. Ich glaube, aus mir wäre ein guter Rechtsanwalt geworden. Wortgefechte lagen mir schon immer und ich nehme gerne neue Herausforderungen an. Hätte ich die Zeit, ich würde mich nicht im geringsten schämen, auf eine der öffentlichen Schulen in New York zu gehen, um wieder da anzufangen, wo ich aufgehört habe, in der 9. Klasse, und so lange zu bleiben, bis ich meinen Abschluss in der Tasche hätte. Denn für viele meiner Interessen fehlen mir einfach die wissenschaftlichen Kenntnisse. So ist es zum Beispiel eine meiner sehnlichsten Wünsche, andere Sprachen zu lernen und fließend zu beherrschen. Es gibt für mich nichts Frustrierenderes, als unter Menschen zu sein, deren Gespräche ich einfach nicht verstehe. Besonders wenn es sich dabei um Menschen handelt, die genauso aussehen wie ich. In Afrika begegnete ich unseren ursprünglichen Muttersprachen wie Hausa oder Swahili. Und da stand ich nun wie ein Schuljunge und wartete darauf, dass jemand mir vermittelte, worum es gerade ging. Ich werde nie vergessen, wie dumm ich mir dabei vorkam. Ich würde einfach gern studieren. Ich meine damit ein weit gefächertes Studieren, denn ich bin allem gegenüber sehr aufgeschlossen. Ich interessiere mich für alle erdenklichen Themen. Aus genau diesem Grund sind mir einige der Rundfunk- und Fernsehmoderatoren, in deren Sendungen ich aufgetreten bin, wirklich sympathisch geworden. Und ich habe Respekt vor ihrem Verstand, selbst wenn wir in der Rassenfrage fast immer geteilter Meinung waren. So stehen sie doch dem Wesen der Dinge, die auf dieser Welt vorgehen, weiterhin aufgeschlossen und unvoreingenommen gegenüber. Ich habe das daran erkannt, dass diese Moderatoren mich häufig auch um eine Stellungnahme baten, wenn es nicht um die Rassenfrage ging. Manchmal saßen wir nach einer Sendung noch über eine Stunde zusammen und sprachen über alles Mögliche, aktuelle Ereignisse und anderes. Die meisten Weißen glauben selbst dann, wenn sie einem Schwarzen eine gewisse Intelligenz zubilligen, dass er sich eigentlich über nichts anderes als die Rassenfrage unterhalten kann. Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass ein Schwarzer zu anderen Wissensgebieten und Theorien auch etwas beitragen könnte. Und so weiter und so fort. Ich weiß, dass ich ebenso gut jederzeit durch die Hand eines weißen Rassisten sterben könnte. Wie dem auch sei, ich lebe jeden Tag so, als sei es der letzte, und ich habe eine Bitte an meine Leser. Wenn ich tot bin, und ich sage das jetzt so, weil ich nach allem, was ich weiß, nicht erwarte, das Erscheinen dieses Buchs noch länger zu erleben, noch selbst zu erleben, wenn ich also tot bin, sollten Sie verfolgen, ob ich nicht mit meiner Vermutung recht habe, dass der weiße Mann mich in seinen Presseveröffentlichungen weiterhin als Symbol des Hasses darstellen wird. So wie er mich schon zu meinen Lebzeiten als Symbol des Hasses missbraucht hat, so wird er es auch nach meinem Tod tun. Das wird ihn vor dem Eingeständnis schützen, dass ich nichts anderes getan habe, als ihm einen Spiegel vorzuhalten, der ihm die unglaublichen, von seiner Rasse an meiner Rasse begangenen Verbrechen vor Augen führt, sie ihm ins Gedächtnis ruft. Im besten Fall wird man mich als verantwortungslosen Schwarzen abstempeln. Mir war immer klar, dass der Weiße nur die schwarzen Führer
verantwortungsbewusst nennt, die niemals etwas erreichen. Als Schwarzer kommt nur zum Zug, wer von den Weißen für verantwortungslos gehalten wird. Das war mir schon als kleiner Junge klar. Und seit ich hier in der rassistischen Gesellschaft der USA zu so etwas wie einem Führer der Schwarzen und Vertreter ihrer Interessen geworden bin, bin ich mir gerade dadurch sicherer geworden, auf dem richtigen Weg zu sein, dass die Weißen sich gegen mich wehrten oder mich immer härter angriffen. Wenn ich bei dem rassistischen weißen Mann auf Widerstand stieß, bewies mir das automatisch, dass die Lösung, die ich den Schwarzen anbot, wohl Hand und Fuß haben mussten. Ja, ich habe meine Rolle als Demagoge genossen. Ich weiß, dass häufig genug die Menschen getötet werden, die zur Veränderung einer Gesellschaft beitragen. Und wenn ich im Tod darauf zurückblicken kann, dass ich etwas Licht ins Dunkel gebracht und Wahrheiten verbreitet habe, die helfen, das im Körper Amerikas wuchernde Krebsgeschwür des Rassismus zu beseitigen, dann gebührt der Dank dafür Allah. Mir sind allein die Fehler zuzuschreiben. Malcolm X, die Autobiografie, herausgegeben von Alex Haley, dem Autor von Roots, die authentische Vorlage zu dem großen Kinofilm mit Denzel Washington.